Moin Moin und Hallo, ich grüße euch. Heute wollen wir uns ein paar Spareribs machen. Dazu habe ich mir ein paar Rubs gemacht. Ich habe die Gewürze selber gekauft und jetzt eben durchgemischt. Ich habe das eben auch alles schon einmal gefilmt und vergessen die Aufnahme zu drücken. Ganz klasse. Darum seht ihr die jetzt nur schon durchgemischt. Alle drei hier, die ich gemacht habe, basieren auf einem Grillsteak-Gewürz. Das war eine kleine günstige Fertigmischung. Und dann habe ich diesen hier Knoblauchlastig verfeinert und ein paar Gewürzen. Den Currylastig und den Paprikascharf und Cayennepfeffer oder ja, Cayennepulver, Chili-Pulver. So, Scharf, Curry, Knoblauch. Davon fülle ich mir hier was in die Streuer rein, weil ich auf keinen Fall alles verbrauchen werde heute. Und den vierten, das ist ein Dust, eine Fertigmischung, die ich mir gekauft habe. Und ja, man kann die auch alle fertig kaufen, nur so sind die ganz schön teuer, musste ich feststellen. Die langen da ganz schön hin, allgemein bei Gewürzen. Und da habe ich mir halt gedacht, da puzzelst du mal was selber zurecht. Okay, damit würzen wir jetzt unsere Rippchen. Und das zeige ich euch auch. So, die Silberhaut muss hier runter, damit das Fleisch überall vernünftig den Rub aufnehmen kann. Außerdem ist die nachher doch sehr störend beim Essen. Die hängt zwischen den Zähnen und kriegst du nicht durchgebissen. Das ist ein ganz schön hartes Zeug. Aber wenn ihr das schon mal auf YouTube, wenn ihr hier das jetzt schaut, habt ihr garantiert schon mal auf YouTube andere Grillvideos oder dergleichen gesehen. Und guckt mal, wie gut das abgeht. Das klappt jetzt gut. Bevor ich das einrappe, möchte ich das Küchengarn befestigen. Und zwar hängen wir die Rippchen ja in den Räucherofen. In meinen ganz normalen Räucherofen, den ihr vielleicht schon kennt. Das ganze Setup zeige ich euch gleich nochmal. Der ist ja auch komplett selbst gebaut. Auf jeden Fall habe ich mir dazu hier so eine Häkelnadel oder was das ist. Die habe ich einmal gewaschen. Das ist ein Kunststoffgriff. Dies habe ich einmal gesäubert. Jetzt gehe ich hier durch die, circa durch die Mitte durch. Zack. Mach da. Dass ich die anhören kann, die Länge so ein bisschen. Das ist Küchengarn, da ist kein Kunststoff drin. Das sollte hitzebeständig sein. Damit könnt ihr auch einen Braten zusammenwickeln oder dergleichen. So. Dadurch. Einstecken. So, ihr könntet auch euch eine Häkelnadel oder dergleichen raussuchen. So, und jetzt nehme ich einen Schaschlikspieß. So, hier ist jetzt der Schaschlikspieß. Ziehe hier so ein bisschen stramm. Zack. Zack, dann ist der Knoten da wieder durch. Das hängt jetzt hier so hinter. Jetzt gehe ich hier oben vor dem letzten Knochen nochmal durch, greife mir die Schlaufe und ziehe es zurück. So. Und jetzt kann ich so die Rippe in den Räucherofen hängen. Und so werden die auch mariniert. So, ich habe die Rippchen hier alle
soweit fertig. So kann ich die wunderbar an den Räucherofen hängen. Hier hängt noch ein Stück Papier vom Schlachter. Ja, jetzt werde ich die Rappen. Man kann jetzt da noch ein bisschen die mit Senf anreiben, wenn die nicht feucht genug sind. Aber das ist bei denen jetzt hier überhaupt nicht nötig. Aber ihr seht, da geht ganz schön was drauf von den Gewürzen. So, und jetzt kommen die so in Frischhaltefolie. So, jetzt habe ich hier meine schönen 4 Pakete. Ich habe die einmal gefaltet und eingerollt. Wenn man das im Video auf YouTube bei irgendwelchen anderen YouTubern so sieht, dann ist das immer ganz einfach. Ich musste ganz schön kämpfen mit der Frischhaltefolie. So, so kann das in den Kühlschrank. Man kann natürlich auch alles in eine Schale füllen und einfach einen Deckel rüber. Und fertig, dann braucht man das nicht einwickeln. Wenn man aber verschiedene Wraps hat, dann würde ich sagen, einzeln einwickeln. So, die Geschichten sind alle in dem Kühlschrank verstaut. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz das Setup. Ihr habt ja vielleicht hier meinen Räucherofen schon mal gesehen in einem Video. Da habe ich bis jetzt eigentlich nur Fisch gemacht. Ich habe mir jetzt ein neues Thermometer hier angebaut. Ja, ich besitze ja keinen Smoker, aber der Räucherofen ist ja einer. Und von daher werde ich den morgen so ein bisschen anheizen. Ich habe den hier so ein bisschen höher gestellt mit den Mitteln, die mir zur Verfügung standen. Ich habe mir einfach 3 Ytongsteine vom Baum mitgenommen und die ein bisschen höher geschoben. Und zwar nicht wegen der Hitze entwickeln, sondern hier wegen der Metallschüssel, die dann nachher rüber soll. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich die Rippchen hier 3 Stunden smoken, räuchern lasse. So, das Grillrost da unten muss nachher nochmal raus, glaube ich. Die werden zu lang sein. Und das habe ich immer so als Sicherheit drin, falls was runterfällt. Oder man stellt da etwas rauf mit einer kleinen Aluschale und kann dann da auch so räuchern. So, aber wie gesagt, 3 Stunden normales Räuchern bei 110, 120 Grad irgendwie. Mal gucken. Das wird ein bisschen intensiv sein für mich, da ich dabei sein muss. Da das Setup komplett neu ist, weiß ich nicht, wie der Ofen sich verhält. Ich werde hier Buchenholz nehmen und ein bisschen Holzkohle oder Briketts. Ja, Buchenholzspäne. Ich werde da noch ein paar extra nass machen, da ich gerade zu Anfang ein bisschen mehr Rauchentwicklung habe. Ja, und in die Schale kommt nachher Apfelschorle nach 3 Stunden und dann hoffe ich, dass sich hier genug Wasserdampf entwickelt. Dann brauche ich die ganzen Spare Ribs nämlich nicht noch mal extra rausnehmen und einlegen, in Alufolie einschlagen, weil mit der Folie habe ich festgestellt, habe ich das nicht so. So, ich freue mich auf morgen. Ne? Wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Schleswig-Holstein. Ich grüße euch. Ja, ich habe den Räucherofen hier in Gang gebracht, eben vorgeheizt. Erst ging er gar nicht hoch. Das Setup ist ja ein bisschen anders, als ich das gewohnt bin. Da habe ich ein bisschen viel drauf geschmissen. Aber jetzt hatte ich das eben soweit. Ich hänge jetzt die Sparrows rein. Hier sind sie, die packe ich jetzt aus. Die waren schlappe 24 Stunden im Kühlschrank einmariniert, im Trockenrub. So, dabei trinke ich einen Kaffee, denn wir haben das kurz nach 8, Sonntagmorgen. Ich habe bestimmt 5-6 Stunden habe ich eingeplant. So, aber den Rest könnt ihr jetzt erstmal selber sehen.
So, so schauen sie aus. Ich meine, das sieht richtig lecker aus. Ein bisschen hier verteilen. Da baumeln sie. So, jetzt schieben wir das Feuer wieder runter. Deckel drauf. Ich möchte die Temperatur so genau bei 110 Grad so circa versuchen zu halten. Also zwischen Smoke und Barbecue. So habe ich mir das vorgestellt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Keine 5 Minuten später sind wir schon über die gewünschte Temperatur hinausgeschossen. Da muss ich jetzt mal schauen, wie ich das regel. Ich habe hier auch so eine Wasserspritze hier. Schaut mal, damit kann ich zur Not ein bisschen auf die Glut einwirken. Das werde ich jetzt wohl auch tun. So, schlappe 3 Stunden sind um. Es ist mir einigermaßen gelungen, die Temperatur bei guten 110, 120 Grad zu halten. Und jetzt werden wir einmal reinluschern. Die Kohle habe ich gerade rausgezogen unten. Da werde ich nämlich das gleich vorbereiten für die Apfelschorle. Dadurch erspare ich mir die Geschichte, die ganze Sache in Alufolie reinzupacken. Ich werde einfach halt eine Schale mit Apfelschorle übers Feuer stellen und die hochkochen lassen. Und da bilde ich mir so ein bisschen ein, dass ich das so dämpfen kann. Ich hoffe, das funktioniert so. Auf jeden Fall spare ich mir dadurch dann die Geschichte, den ganzen Kram nochmal in Alufolie einzupacken und auf den Grill zu packen und zu dämpfen. Das möchte ich halt im Räucherofen selber machen. So, ich habe die ganze Zeit noch nicht reingeguckt gehabt. Das habe ich mir verkniffen. Ganz bewusst. So. Schaut mal. Das sieht eigentlich ganz lecker aus, muss ich sagen. Das gefällt mir ganz gut. Da bin ich recht optimistisch, dass das was wird. So, hier ist meine Schüssel mit der Apfelschorle. Die schiebe ich jetzt mal rein. Da sind ein bisschen über 2 Liter, oder fast 3 Liter, dann, wenn ich die Flaschen so angucke. Die hat noch einen erhöhten Rand hier, die Schale, falls ich das zum Kochen kriege. Das möchte ich ja gerne, dass das nicht gleich übersplattert. Passt gerade so, darum habe ich ja die Erhöhung gemacht. Und jetzt kann ich die Feuerschale wieder unterstellen. So, die Schale ist drin. Ich habe es natürlich wieder geschafft zu kleckern, obwohl ich so einen hohen Rand gelassen habe. Ja,
aber ich hoffe, das klappt jetzt so. Jetzt warte ich noch mal mindestens 2 Stunden ab. So, ich habe gerade die Schale mit dem Apfelsaft mit der Apfelschorle rausgehoben. Da waren ja über 3 Liter drin. Und schaut mal, der ist nicht mehr viel nach, ne? Das sollte doch geklappt haben. Und jetzt schauen wir mal rein, wie das aussieht. Auf jeden Fall lecker, denke ich. So, wir wollen glasieren. Ich kann jetzt nicht mehr erkennen, was was war. Ich glaube, das ist die Spicy Geschichte. Die machen wir dann auch mit einer Barbecue-Soße, mit einer Spicy Barbecue-Soße. Einmal. Wir streichen. Beide Seiten. Jetzt kommt es wieder rein. Das riecht doch sehr gut. Aber es ist wirklich unmöglich zu sagen, was was ist. Schau noch mal zum Vergleich. Hier. Ein helleres Stück ist. Nee, wir machen das jetzt einfach so, wie wir meinen. Und ich nehme jetzt hier die Curry-Soße. Keine typische Barbecue-Soße, sondern eine einfache Curry-Soße. Ich hätte mir das vielleicht vorher ein bisschen markieren sollen, was was ist, aber das habe ich verpasst. Das sieht jetzt eigentlich recht dunkel aus schon. Aber ich nehme trotzdem mal Senf. Der zerreißt schon. Oha. Der ist schon gut. Den müssen wir dann vorkosten, Schatz. Das muss jetzt so sein. Aber da habt ihr gesehen, dass das Fleisch auf jeden Fall ganz weich und zart ist.
geht es ja nur noch so ein bisschen um die Glasur normal, wenn man eine typische Barbecue-Soße nimmt, die auch einen gewissen Zuckeranteil hat. Ich glaube, hier nehme ich auch den unteren Teil. Der ist eben so ein bisschen gebrochen. Den nehme ich gleich ab. Bevor mir der in den Ofen fällt. Ja, da können wir doch schon mal vorher probieren. Dann vielleicht das auseinander geht. Unglaublich zart. Das esse ich ja auch so das erste Mal. Super. So, jetzt sind die vermeintlich glasierten oder nochmal mit Soße bestrichenen Sparrows nochmal drin. Lass sie da nochmal eine gute halbe Stunde drin. Dann haben wir die 3-2-1 Methode abgeschlossen. Ich habe jetzt eine ganz niedrige Temperatur hier von 60 Grad. Mache ich jetzt noch einmal hoch auf, irgendwie einmal auf 100, und dann lasse ich das auch gut sein. So, ich denke, die Sparrows sind fertig. Ordentlich heiß. So, meine Sparrows 3, 2, 1 aus dem Räucherofen. Schaut mal, wie leicht die auseinander gehen. Das zerreißt. Ganz leicht, ist gerade irre heiß. Und Schweinefleisch wird ja sonst weiß. Und hier erkennt ihr so richtig auch die Rauchfarbe. Und jetzt probieren wir mal. Heiß. Herrlich zart. Hier habe ich so ein ganz klassisches Barbecue-Teil erwischt. Mit einer Barbecue-Soße. Ja, damit verabschieden wir uns. Viel Spaß beim selber machen. Ciao und bis zum nächsten Mal.